this time. It has to be different. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Resident Evil Remake. Und zwar kümmern wir uns um alle Rätsel. Und zwar natürlich auch auf allen Schwierigkeitsgraden, denn diese sind teilweise unterschiedlich. Hier vorne, Kapitel Nummer 2, Kristallkugel, ist noch identisch. Aber später gibt es ein paar Rätsel, die anders sind in der Version Veteran-Profi. Also assistiert und Standard hat einen Schwierigkeitsgrad. Und Veteran-Profi, also nicht ein Schwierigkeitsgrad, sondern halt eine Rätsellösung. So, die Kristallkugel, da sind viele wirklich am Verzweifeln, deswegen geht das jetzt hier sehr, sehr langsam vonstatten, sodass ihr hoffentlich der Sache gut folgen könnt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen gehabt, dass Leute wirklich viele große, lange Probleme hatten und deswegen hier in ganz Piano sozusagen das erste große Rätsel hier in Resident Evil 4. Und das Ganze ist ja eigentlich gedacht so als Nachschlagwerk. Wenn ihr einen Speedrun macht, dann habt ihr halt das Video nebenbei offen und sobald ihr an die Rätselstelle kommt, kurz die Pause angemacht im Spiel. Wichtig, die Pause, nicht den Aktenkoffer auf, damit dann halt auch die Uhr wirklich anhält. Dann guckt ihr euch in Ruhe die Lösung an und dann könnt ihr weitermachen. Köpferätsel, so habe ich es genannt. Und zwar müssen wir die beiden Köpfe hier holen in Kapitel Nummer 4. Und auch hier habe ich das so gemacht, dass ich halt immer wirklich ganz sofort hier direkt zum Rätsel springe, denn wie gesagt, als Speedrun-Ressource werden die meisten wissen, wie man von A nach B nach Z und so weiter kommt. Da brauche ich das nicht, sage ich mal, ausführlicher zu machen, sondern versuche einfach das Video kurz zu halten. So, der erste Kopf haben wir also oben in der Ecke geholt, oben rechte Ecke, und damit geht es in das zweite Lager sozusagen hinein. Köpfe, Rätsel Nummer 2. Und zwar hier hinten in der Ecke gleich. So, hier lang, dann einmal die Leiter hoch und dann kommt ja hier gleich direkt die Rätselstelle. Da vorne sehen wir schon das Podest und dort machen wir jetzt hier die Lösung, tippen wir kurz ein und dann sind wir auch hier an dieser Stelle bereits fertig. Ist, wie gesagt, identisch auf den Schwierigkeitsgraden, da gibt es keine Unterschiede und damit haben wir hier den zweiten Kopf eingesackt. Und können direkt rüberspringen zum nächsten Rätsel. Hier habe ich nur die Veteran-Profi-Variante. Erstmal ist das Ding sowieso überflüssig. Es geht nur darum, ein bisschen Kohle zu machen. Diese Sechsecke, die wir holen. Und das Rätsel ist wirklich auf Standard sowas von einfach, dass ich hier nur die Veteran-Profi-Variante für euch habe. Da müssen wir halt einmal auf der, sage ich mal, ich fange halt an auf der rechten Seite, drehe zweimal, dann gehe ich rüber auf die linke Seite, drehe dort zweimal, gehe nach oben, drehe dort einmal und fertig ist das Rätsel. Und wir haben die Götzenfigur und damit geht es in die Kirche. Das Kirchenrätsel, ich war am Überlegen, ob ich das blaue Rad hier eventuell rausnehme, weil auch das wisst ihr natürlich, dass ihr hier die blaue Scheibe bekommt. Aber ich denke, gut, okay, machen wir so ruhig mit rein. So viel länger wird das Video dadurch auch nicht, zumal ich eh schon sehr, sehr langsam drehe. Das ist auch das erste Mal, wo ich das Rätsel gelöst habe. Ich hätte mal noch eine Aufnahme machen sollen, wo ich es schon das dritte oder vierte Mal gelöst habe, aber egal. So, wir nutzen den Hebel, dann geht das kleine Pult hier auf, wir setzen die blaue Scheibe ein und dann empfehle ich euch ruhig im Gegensatz zu dem, was ich hier mache, dass ihr mit Blau beginnt. Wenn ihr mit Blau beginnt, ist das relativ gut zu erkennen, finde ich, was wohin muss. Wir orientieren uns natürlich an diesem gelben Käfer dort, ne? Das ist derselbe wie von der Kristallkugel, an dem orientieren wir uns. Auch die rote Scheibe jetzt nach unten zu drehen, wäre cool gewesen, lieber Gudi. Wie gesagt, das ist das erste Mal, wo ich das Rätsel gemacht habe und habe leider im weiteren Verlauf das nicht noch einmal aufgenommen. Dann machen wir das jetzt also schön langsam Piano und schauen dem Gudi zu, wie er das erste Mal das Rätsel hier löst. Wie gesagt, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir hier zum Beispiel hier dieses gelbe, dieses grüne Stück hier, das sitzt jetzt fast richtig, fast, ne? Ihr seht da, das müsste auf der rechten Seite noch ein bisschen weiter nach unten. Das habe ich hier jetzt noch nicht perfekt. Das müssen wir gleich nochmal ausrichten. Die Figur stimmt schon, nur dass ich alles nochmal so ganz bisschen nach unten nachjustieren muss. Und das hier dann auch ganz piano mache. Wie gesagt, ist nicht die schönste Lösung, aber Hauptsache ist, dass ihr das komplette Bild dann vor Augen habt und so dann wisst, wie man hier
das Rätsel löst, wie man vor allem schnell löst. Also merkt euch am besten das Endbild oder halt wirklich genau, wo diese blauen Segmente zum Beispiel da unten rechts reinpassen und so weiter und so fort. Da haben wir es endlich gelöst. Eine Stunde später, lieber Gudi, das machen wir nochmal besser. Auf alle Fälle, wir haben leider keine Aufnahme zur Verfügung. Damit springen wir rüber. Und zwar zu dem Schwerterrätsel. Hier gibt es Veteran-Profi nur den kleinen Unterschied, dass ihr andere Figuren anschießen müsst, um die Tür zu öffnen für das blutige Schwert. Das ist aber, sind einfach die drei Figuren, die da vorne drauf sind. Das ist easy peasy. Das weiß jeder. So, wenn wir alle Schwerter hier rausgenommen haben, werden wir sie anschließend ordentlich unterbringen. Wie gesagt, von diesen, wir ziehen am Dings und dann schießen wir auf diese Symbole, wie sie auf der Tür angegeben sind. Und da hängen halt ein paar mehr auf Veteran und Profi. Mehr nicht, da hängen halt einfach nur ein paar mehr im Raum. Es ist dieselbe Aufgabe, also gar kein Problem, das Ganze hier zu machen. So, mit dem blutverschmierten Schwert können wir jetzt zurück. Und dann kriege ich hier vorne der erste Ritter. Oder ich fange hinten an mit dem blutverschmierten. Ach ja, weil ich das Eisenschwert da wieder reingeschoben habe. So. Hier vorne, er bekommt das Eisenschwert. Daneben das Schlagen zum Ritter ist das Goldschwert. So, erstmal das Eisenschwert hier vorne für den stolz stehenden Ritter. Dann hier das Goldschwert für das Schlagen zum Ritter. Dann als nächstes das blutverschmierte Schwert, weil das im Körper steckt. Und das rostige ans Grab. So, damit kommen wir zum bekloppten Lithografie-Rätsel. Die Lithografie-Steine liegen auch auf Veteran-Profi ganz leicht anders, aber ganz leicht anders. Sie sind im selben Raum. Der eine ist halt im Kochpott und der andere ist nicht in der Vitrine, wie er sonst war, sondern einen Meter daneben. Deswegen habe ich das nicht genommen. Nicht nochmal extra gezeigt, dass die Lithografie-Steine wie auf Veteran-Profi woanders liegen. Wundert euch halt einfach nicht, dann müsst ihr ein bisschen mehr im Raum gucken. Und jetzt lösen wir das Ganze hier. Ich finde das relativ kompliziert. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bin ich hier immer relativ am selber herumprobieren. Aber wir schauen uns gleich das Endergebnis an und dann sehen wir auch hier, wie dieses Rätsel funktioniert. So, wunderbar, damit ist auch das hier erledigt. So, das nächste Rätsel im Speisesaal, auch das Veteran, Profi, Standard und so weiter, identisch. Und zwar müssen wir Ashley auf einen Stuhl platzieren und uns selber auf einen setzen. Und dann passt das Ganze. Und zwar muss Ashley einmal hier vorne hin, dort. Dann gehen wir hinten an den anderen Tisch. Wir speisen ungern zusammen. Die Ashley schmatzt, glaube ich, echt wie Hölle. Ne? Deswegen bin ich da sehr, sehr weit weg, damit man das Essen dann auch ertragen kann. So, Schlangenkopf freigeschaltet an dieser Stelle. Und damit geht es rüber zum nächsten. Und zwar die Abkürzung in der Bibliothek, wenn ihr Ashley spielt das Uhrenrätsel. Und zwar habt ihr hier Uhren. Und zwar, wenn ihr auf Standard oder Assistiert spielt, stellt ihr die Uhr auf 11.04 Uhr. Und wenn ihr auf Veteran oder Profi spielt, dann stellt ihr die Uhr auf 7 Uhr. Woher weiß ich das? Da liegen in der Bibliothek Dokumente rum, da steht das drauf. Die Frage kam das letzte Mal bei dem Rätsel, deswegen hier noch einmal erwähnt. Ist natürlich auch ein Shortcut. Ne? Jetzt nochmal ganz kurz vorspulen, dann gehen wir hier hin zum Lampenrätsel, Vollmond, Halbmond, Kreuz. So, da stellen wir das Kreuz hin. Hier nehmen wir den Halbmond runter. Ups, er steht zurück. Nehmen den Halbmond da runter. Kommt hier vorne drauf. Und der Vollmond kommt hinten in die Mitte.
So, und damit sind wir durch. Das waren alle Rätsel für euch als Nachschlagwerk für euren Speedrun. Ich wünsche euch viel Erfolg, ich wünsche euch viel Glück. Und ja, hoffe, das kleine Video hat euch hier geholfen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, weil richtig mit Glocke aktiv verpasst ihr kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.